Und dann haben wir hier, genau, die spukende Gruft. Das ist ein Dreckslevel auf jeden Fall. Und hier die Dinominen, auch ein Scheißlevel. Haben wir nicht mehr Level hier? Nur 4 Stück? Ja gut, Agent 9 noch. Ich glaube, dann machen wir das Dino-Level. Also Dinominen und... Ich glaube, wir machen die spukende Gruft als erstes. Das ist das Beschissenste, glaube ich. Und da gibt es ja dieses lustige Ratespiel. Also nicht Ratespiel, sondern Wissensspiel, Logisch-Denken-Spiel. Da habe ich ja beim letzten Mal übelst verkackt, weil ich mir die Drecksfrage nicht richtig durchgelesen habe. Ja, ich hoffe mal, das geht dann diesmal besser. Nun. Aber erstmal die Hafenstrecke. Und danach das Ägypten-Level. Den Zeitmodus. Das ist eigentlich genauso. Also wenn man den ersten Sachen hinterherfliegt, dann... Wow. Da sieht man eigentlich genau, wo man lang muss. Aber ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die Vögel richtig als erstes mache. Ja, mache ich. Weil jetzt sind nämlich die Bögen dran. Metallbögen. Hier ist auch Jäger drin. Das wissen wir ja schon. So, dann kommen jetzt die Hummer. Die gucken sehr grimmig. Und danach sind da schon die Fischchen dran. Die übers Wasser düsen. Wow, 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 wow. Das war aber gerade knapp. Oh, ich bin so dumm. Ich hätte einfach normal drehen sollen. Ach ja, dann machen wir es halt nochmal. Das war jetzt nicht so schwer. Das kriegen wir nochmal hin. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Bei Spyro im Original, da war das so, dass wenn man über dem Wasser geflogen ist, dass er sich quasi so ein bisschen angepasst hat. Also der hat da so einen kleinen Sicherheitsabstand zum Wasser gelassen. Also er hat sich da immerhin hinjustiert, wenn man zu tief gekommen ist, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist, weil das hat sich eben nicht so angefühlt. So. Jetzt immer wieder bei den Hummern. Die Frage ist, warum haben die eigentlich diese... Nennen sie mal Mickey-Mäuse. Ich weiß gar nicht, wie die... Ja, Gehörschutz-Dinger. Bei uns wurden die mal Mickey-Mäuse genannt. Warum die aufhaben? Weil es ist ja nicht so, dass die Möwen total laut wären. So. Jetzt aber richtig. Mein Gott. So, nein, wir möchten keinen neuen Versuch machen, wir möchten jetzt erstmal das Rennen machen. Kobe. Oder Kobe. Kobe. Ich möchte gerne das Rennen gegen die Blaufüßtöpel. Machen. Ich habe das gerade merkwürdig ausgesprochen. Ich habe Tölpel, glaube ich, gesagt.
Das ist natürlich Tölpel. Blaufußtölpel. So, da bin ich mal jetzt gespannt, wie das hier wird. Oh. Na, da unten war ein Dings. Da sind, glaube ich, mehrere hier, ja. Und wieder mehrere sind. Da kann man richtig durch boosten. Da ist nochmal einer gewesen. Ich glaube, das wird die Runde nix. Stirb doch mal. Ja. Da hat man jetzt, glaube ich, auch das Driften richtig hart gesehen. Oh, ich habe den gar nicht bekommen. Ist ja lustig. Also da muss man auf jeden Fall durch, sonst ist hier der Käse gegessen. Aufs Maul. Oh, das war Glück. Okay, dritter. Ja, wie gesagt, wenn wir die eine Strecke da außen rum schon vorher nehmen, dann ist das, glaube ich, recht easy peasy. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt auch schon hin, weil das da, ja, der vorne ist schon der erste. Sind ja noch die beiden. Ist halt nur die Frage, ob die da auch lang fliegen, ne? Mit denen haben wir schon mal ein bisschen geschadet. Nochmal. Und die fliegen nicht da lang. Das ist natürlich... Nein, die Chance für uns. Gott verdammt, ich glaube, ich hätte es sogar geschafft. Na gut. Dann machen wir es jetzt auf die richtige Art und Weise. Ich finde das auch gut, dass man hier eine relativ große Toleranz hat. Von den Ringen, um da durchzufliegen, also wie man da durchfliegt. Man kann ja wirklich durch das Äußere vom Ring durchfliegen, ohne dass es das Spiel irgendwie stört. Ja, das funktioniert hier, glaube ich, nicht so gut. Weil Spyro halt diese drei Stufen hat. Ja, das wird nichts. Das habe ich doch schon gesehen, als ich das Ding abgefeuert habe. Nein, verdammt. Nein, verdammt, scheiße. Naja. Wir haben noch eine Runde Zeit, das nochmal zu machen. Will einfach nicht stören. Stören, vor allem sterben. Schön gedriftet. Also das mit dem Rennen lasse ich hier auf jeden Fall. Wir haben nur noch den einen guten Mann oder Frau hier vor uns. Man weiß es ja nicht. So. Und du fliegst oben lang. Das ist sehr schön. Und wir können ja... Oh, Gottes Willen. Alles mitnehmen. Auch die Wand. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm mit dem Driften. Und das lässt sich eigentlich ganz gut spielen.
Wunderbärchen. Nein, kein neuer Versuch. Jesse. Regenbogendrache. Ich möchte gerne den Zeitmodus nochmal machen. Ja, bla bla. Ist das der hier hinten schon? Oh, ich möchte hier oben durch. Hä? Ist ja lustig. Finde ich lustig. Wo kommen nur diese Schafe in fliegenden Untertassen her? Gerade hat sich eins ein Ei geschnappt und ist abgehauen. Es ist super schnell, aber sein UFO ist beschädigt und qualmt. Ich glaube, ich kann mithalten, solange ich es durch die Rauchringe schaffe. Ich schätze mal, die Trophäe haben wir bekommen, Den schnapp ich mir. Weil wir Jäger immer gefunden haben. Bin gleich zurück. Achso, ich muss nur durch seine Rauchringe fliegen. Ich hab schon den Knopf zum Schießen gesucht. Das ist eigentlich sowas wie mit dem Rochen im zweiten Teil. Bäh. Nein! Ach komm. Wo kommen nur diese Schafe in den? Bin gleich zurück. Ich finde das aber auch cool, dass die Flügel nicht so eine durchgehende Bewegung machen, also diesen Flugbewegung halt, sondern wenn man eine langgezogene Kurve macht, dass sie dann auch halt nicht schlagen, sondern halt auch mal stehen bleiben und gleiten. Was ist das denn für eine Scheiße? Warum bin ich überhaupt so nah an dem Ding dran? Ich glaube, ich muss die Kurve mal ein bisschen größer nehmen, ey. Das ist doch jetzt schon ein bisschen angenehmer. Eieiei. Schon wieder so nah an dem Teil dran. Jetzt ist aber Ende, glaube ich. Ja. Das war knapp. Kurz vor der Bruchlandung des UFOs ist das Ei rausgefallen. Sarah. Yay. Nein, ich möchte nach Hause. Schön, dann hätten wir das auch schon geschafft. Dann werden wir jetzt... das Ägypten-Level machen. Spukende Gruft heißt sie, glaube ich, ne? Ich hasse das. Da gibt es aber auch... zwei
Könnerpunkte, glaube ich. Einmal, dass wir nicht getroffen werden dürfen bei diesem komischen Spiel da mit den Kanonen. Und einmal einfach in dieses Ding da reinschwimmen. In den Schacht. War das so? Ich muss sowieso mal hier überprüfen, ob wir alles haben. Ja, das sieht gut aus. Wüstenruinen machen wir dann als vorletztes. Spuckende Gruft, schwimm ins dunkle Loch. Oh, wir müssen dann doch nicht. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Dann müssen wir... Wir müssen einfach nur... Was ist los mit dir, Junge? können wir ruhig getroffen werden. Das ist natürlich toll. Spuckende Gruft war irgendwo hier vorne. Irgendwo hier so. Da. Mit dieser merkwürdig ausschauenden Schlange. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Musik da war. Mutiger Abenteurer, der unsere Katakomben voller Beute plündern will. Hoffentlich bist du zäher als dein Vorgänger. Wenn du die Prüfung in den Katakomben bestehst und das Rätsel löst, erhältst du eine passende Belohnung. Hier ist das Rätsel. Okay. Ich habe keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier, doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir. Was bin ich? Kein Deckel, weder Schloss noch Scharnier. Achso, du willst jetzt gar nicht, das willst du am Ende von mir wissen, ne? So, diese komischen Dinger hier können wir auch erst am Ende kaputt machen, wenn wir... Ne, können wir gar nicht zum Ende kaputt... Oder können wir... Ich weiß nicht. Ich glaube, da brauchen wir diese komischen Spuckdinger da. Achso, ja, da war ja was. Da war ja was. Oh, die sehen ja auch interessant aus. So, den nehmen wir uns mal direkt mit. Dann machen wir direkt hier den Typen am Anfang kaputt, wenn das geht. Nee, natürlich nicht. Doch, ich bin doch... Dafür ist doch hier dieser Knopf da. Dach! Hör doch mal auf damit! So, genau, die geben uns nämlich einen Zehner her. Und die wollen wir natürlich haben, weil so ein Zehner ist ja schon mal einiges. Ach, hier gab es ja auch noch eine Rutsche. Da bin ich aber auch gespannt, wie die so funktioniert. Kannst du schmeißen? Ja, danke schön. Direkt weg mit dem Ding. So, hier haben wir den ersten Körnerpunkt. Ich dachte gerade, ich wurde getroffen. Das wäre ein bisschen schade irgendwie. So, hier unten ist alles soweit. Paletti. Oh, den nehmen wir mit. Weil hier oben steht nämlich, glaube ich, einer. Ja. Der gibt uns auch einen Zehner her. Der ist kaputt gegangen. Genau, da sind diese komischen Steine. Die Melodie kennt, also die Musik, die kenne ich gar nicht. Also die sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das ist ein bisschen. Ups. Ein bisschen merkwürdig. Brauchen wir so einen? Ich nehme einfach mal mit. Kann ja nicht schaden, ne? Ich hoffe, mir steht noch irgendwo einer rum. Nee. Das ist jetzt natürlich blöd. Da hätte ich mir den eigentlich auch sparen können.
Da war ich nicht schlau. Ach Mann, ey, warum? Die haben irgendwie anderes Timing irgendwie, weiß ich nicht. Die sind aber auch schön, die Hunde. Weiß nicht. Meine Fresse, ey. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die damit kaputt machen muss. Bis ich mir hier hinten immer einen hole. Ich mach das einfach mal, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich da sonst... Ja. Ist okay. Ach ja, da war ja der Knopf hier. Druck auf den Knopf hier. Ich bin so dumm, ne? So. Einmal schon mal umsonst da gewesen. Wundervoll. Aber schön ist, hier schwebt immer so ein... So ein Ding... Oh, ich vergesse immer, dass sie die Tür aufmachen müssen. So, machen wir das von hier oben. Da. Nummer 1. Halt doch mal die Fresse, ey. Nummer 1 wäre erledigt. Dann haben wir noch zwei weitere. Mir macht das gerade auch keinen Spaß. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche, dass ich immer vergesse, diese scheiß Tür aufzumachen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das weiter aussieht. Wenn wir da durch die Tür gehen, es kann natürlich sein, dass da direkt einer vor unserer Nase liegt. Wo ich gerade drüber nachdenke, es kann wirklich sein, dass da einer liegt. Na, ist der explodiert. Diesmal nicht getroffen worden, aber vorher zweimal. Und wir haben ein Leben bekommen. Und meine Nase juckt natürlich. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich das nicht verkacke, weil sonst müssen wir das nochmal machen. So, weg damit. Ein Zehner. Okay, wo war denn hier die Fußplatte? Von da. Lülülü. Boah. Ich wollte nur gucken, ob hier noch was liegt. Okay, das wäre auch geschafft. Hier liegt nichts mehr. Das ist das Gute, dass es hier keinen Rasen gibt. Ja. Ja, das war schon mal gut. Kannst du mal schmeißen, bitte? Dankeschön. Wunderbar. Wir haben auf jeden Fall noch einen Agenten 9 Level. Okay, dann brauche ich von dir einen. Schmeiß mal bitte. Sobald er das erstmal auftitscht, können wir den nehmen. Oh, da ist ein Ei, sehe ich gerade. So, wen haben wir denn hier? Christine. Oder Christine. Warum müssen die mal heulen? Ich hasse die Heulenden. 1, 2, 3 Eier haben wir. Da ist noch ein Energiekäfer. Den nehme ich doch gerne. Wo ist das Fußtrittding?
War das hier oben? Wo ist das? Nee, das ist das nicht, oder? Doch, tatsächlich. Okay. Also die Musik? Ich weiß ja nicht. Irgendwas ist da. Ich muss dann gleich nochmal... Ich bin ja auch doof, ne? Ich kann ja auch einfach mal die... Originalmusik anmachen. Das ist doch eine andere als in der Originalversion, oder? Also vielleicht in der NTSC-Version, dass das die passende dazu ist. Aber nicht in der europäischen Version. Also PAL. Also die kommt mir sehr unbekannt vor irgendwie. Aber mag vielleicht auch daran liegen, dass ich halt dieses Level gehasst habe. Ich das nicht gerne betreten habe und so. Ein sarkosympathischer Typ. Also mit Lesen ist heute auch nicht so der Burner bei mir. So, hier hätten wir das Raketenspiel. Nicht Raketen, ach. Mit Reden ist heute auch nicht so das Ding, ne? mit den Kanonen, so. Aber wir quatschen hier erstmal mit ihmchen. Na los, es ist Laserzeit. Laserkick. Und Freiheit ist mir wichtig. Ah, hier ist die Rutsche. Da machen wir die gleich erstmal zuerst. Wie ich sehe, hast du die Prüfungen in den Katakomben überlebt. Mal sehen, ob du genauso schlau wie schnell bist. Erinnerst du dich an das Rätsel? Ich habe keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier. Doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir. Was bin ich? Ein Knochen, ein Ei, eine Schatztruhe, ein Beuteldachs. Haha, Beuteldachs. Das ist eine Anspielung auf Crash. Glaube ich, oder? Beutel? Ich meine schon. Oder? Kann auch sein, dass ich mich jetzt... Weiß nicht, auf jeden Fall ein Ei. Kanntest du das schon? Ich hätte nicht gedacht, dass du es knackst. Aber gut, abgemacht ist abgemacht. Du kannst das Drachenei haben, das ich vor der Zauberin beschützt habe. Will. Oder Will, natürlich. Will Schmidt. Wilhelm Schmidt. Ich habe 7000 Jahre lang darauf gewartet, dass jemand das Rätsel löst. Jetzt kann ich endlich zum Muschelstrand und ein paar Knochen vergraben. Mach das. Viel Spaß dabei. Ich wollte gerade sagen, ja, dann steh halt einfach da rum. Ist auch okay. Aber wir machen jetzt zuerst mal die Rutsche. Die, denke ich mal, hier ist. Mal sehen, wie das hier abgeht. Oh, ist ja auch süß. Steuerung ist sehr gut. Steuerung ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich muss mal gucken, ob wir springen können. Normalerweise, ich meine schon... Oder nee, ich glaube nicht, dass wir springen können. Ich weiß nicht. Da war aber knapp. Wir haben auf jeden Fall alle Edelsteine. Das ist schon mal sehr gut. Malcolm. So, dann schweben wir mal hier hin. Sind die Steine... Nee, sind sie nicht. Aber die Türen sind alle offen. Das ist schön.